Hey Leute zusammen, herzlich willkommen bei That's Me. Und zwar heute ein neues Video, es geht um das Thema Shoppen. Ich war mal wieder shoppen für euch und habe das Ganze abgefilmt. Diesmal kommentiere ich meinen Shopping-Trip via Voice-Over. Ganz viel Spaß dabei, wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Bis gleich. Jo Leute, wie eben erwähnt, da bin ich via VoiceOver. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, euch das Ganze zu erklären. Und zwar, ja, kommen wir zu dem ersten Outfit, was ich euch hier zeige. Ich habe mich für ein Alltagsoutfit entschieden. Ich finde das ganz cool mit der Lederjacke. Ihr wisst, das ist so ein bisschen mein Stil auch. Ich trage super gerne im Alltag Lederjacken. Die Lederjacke war bei 250 Euro. Ich finde sie ganz cool vom Schnitt her, dazu kombiniert mit so einem Batik-Shirt, was auch echt gut sitzt an den Ärmeln. Eine schwarze, zerrissene Skinny-Jeans kann ich bei Topman, wo ich die ganzen Sachen geshoppt habe, auch nur empfehlen. Hier sieht man es nochmal, ist wirklich eine gute Qualität, kombiniert dann mit den Doc Martens. Einfach ein richtig chilliges Alltags-Outfit. Im Endeffekt würde ich auch so, glaube ich, auf Party gehen. Mir gefällt das gut, so fühle ich mich wohl, das ist so mein Stil. Hier könnt ihr es auch nochmal richtig gut sehen. Die Lederjacke sitzt relativ eng, gab es leider nur ein L, deshalb spannt sie an den Arm. Ansonsten halt das Shirt, dann mit der Hose, die krempel ich dann unten auch nochmal ein bisschen um. Cooles Outfit. Als nächstes bin ich dann in die Schuhabteilung gegangen, wo mir dann die Adidas Superstar mal wieder ins Auge gestochen sind. Unter anderem auch mit dieser Special Edition, die sie da gerade auf dem Markt haben. Hier seht ihr das schön, super coole Farbe. Ja, Adidas Superstar verbinde ich natürlich auch mit Kindheitserinnerungen. Ich habe mit 12 Jahren angefangen mit Breakdance und das war mein allererster Breakdance-Schuh. Deshalb werde ich das so schnell nicht vergessen und jetzt mehrere Jahre später kaufe ich mir das Ganze. Ja, kombiniere ich irgendwie mit einem schlichten Outfit dann nochmal als farblichen Akzent. Bequemer Schuh, super stabil, den habt ihr auch die nächsten, keine Ahnung, 15 Jahre. Ja, ist gerade einfach mega im Trend. Müsst ihr mal schauen, ob ihr die noch bekommt. So, als nächstes mal eine Special-Jacke, die ist mir beim Shoppen ins Auge gefallen. Die musste ich euch nochmal zeigen. Von der Firma Diesel, liegt bei 1800 Euro. Das ist jetzt nicht mega ernst gemeint, dass ich euch die vorschlage, sondern ich wollte sie euch einfach nur nochmal zeigen, weil ich die persönlich einfach cool finde. Ist mal was anderes. Nochmal so mit den Nieten, das bekommt ihr jetzt halt nicht bei H&M oder bei Zara. Dementsprechend aber auch der Preis. Ja, ich sag mal, träumen sollte man auch können, deshalb zeige ich euch die, genauso wie dieser Rucksack hier, MCM-Rucksack, als Accessoire, 650 Euro, klar. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, dass ihr wisst, was abgeht. So, das war meine kleine Shopping-Tour, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich euch noch sagen muss, was ich vergessen habe zu erwähnen, ist, und zwar das Batik-Shirt liegt bei 25 Euro, die Hose lag bei 55 Euro, das hatte ich nämlich nicht erwähnt, genau, immer nochmal nachdenken. Ja, ich hoffe, das ist eine coole Geschichte gewesen, mal mit VoiceOver, gebt den ganzen mal einen Daumen hoch und schreibt bitte in die Kommentare, wo ich noch shoppen soll. Soll ich mal irgendwie ein Outfit raussuchen, so fürs erste Date oder für eine Hochzeit oder was auch immer. Also schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten, ja genau, diese Lederjacke und der MCM-Rucksack sind einfach so Dinge, die zeige ich zwischendurch. Man kennt das ja, man geht shoppen und sieht nochmal irgendwas Geiles und ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ja, ansonsten bin ich auch einer, der sagt, Klamotten können auch cool sein, auch wenn sie günstig sind. Bis demnächst. Viel Spaß. Daumen hoch. Mein Name ist Marc Eggers. That's me. Peace out.